Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich befinde mich hier immer noch in Moab in Utah und wir schauen mal, wohin die Reise uns heute verschlägt. Und zwar der beste Auftrag, also auch was die Strecke betrifft, gut, ist jetzt ungefähr anderthalb Dollar pro Meile weg von der JCB Fast Track 8310. Aber es sind halt auch nur 170 Meilen mehr. Und dafür bekommen wir dann 20.000. Ich würde sagen, ich nehme einfach hier den Auftrag des Caterpillar TH514C an für 24.515 Pfund von der Stahlmine zu Dole in Jackpot, Nevada. Auch wenn wir jetzt gerade bei der letzten Folge auch von Jackpot gekommen sind, aber ich denke mal, die 20.500, die schmecken dann doch schon. Wir kommen ja immer näher an die erste Eventwoche hier in ATS ran. Von daher brauche ich ja ein bisschen das. Die Kohle brauche ich. Je mehr Geld ich jetzt reinfahre, desto besser, desto mehr Möglichkeiten habe ich dann. Entweder fürs Tuning des Trucks, wenn die Woche startet, oder ja, Anpassung des Weiteren oder halt Trailerkauf und so weiter und so fort. Ich wollte nur noch mal gucken, welche Folge wir gerade sind. Folge 17, das ist ja nicht mehr allzu weit entfernt. Folge 17, das heißt nach diesem Video noch 13 Videos und dann geht es los. Ups, das wollte ich nicht. Licht anmachen wäre smart. Schon waren wir hier bei dem Aussichtspunkt geparkt und geschlafen. Auf welchem Monitor fahre ich jetzt? Ich muss auf jeden Fall nochmal tanken. Wäre also gut, wenn wir nicht noch bei einer Tanke vorbeikommen. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Weil die Frage ist, gucke ich jetzt lieber hier oder auf dem anderen Monitor? Ah, ich gucke einfach auf den hier. Bin ich ein bisschen besser dran. Habe ich nicht die kleinen Bildschirm. Wir können Vorschaubildschirm, von Dings, wie heißt das, Streamlabs OBS. Hinten haben wir eine Tanke. Ich würde sagen, ich fahre erstmal weiter geradeaus, tank kurz und fahre dann zur Avalanche Steel Mill. Zumindest schon mal getankt, dann bin ich auch dafür gerüstet für die Fahrt. Ja, das mache ich gleich noch. Wunderbar. Wir sind nochmal anschauen, wie ich das beim letzten Mal gemacht habe und wie nochmal die Auswertung vom letzten Mal war von ETS 2. Ja, toll, hätte ich nicht hier bleiben können. Da ich ja auch schon so ein kleine, ich meine, aufgrund der Auswertung von ETS 2 auch eine Anpassung für ATS hatte. Das ist ein bisschen zu früh, so für 452 Dollar erstmal getankt. Ich
Fahren wir einfach zur nächsten. Ja gut, jetzt brauche ich die 20.000 sowieso. Ich dachte, das wäre erst bei dieser Kreuzung gewesen, aber dann habe ich mich vertan. Dann war die Ampelanlage doch schon etwas früher. Bei den Caterpillar TH514C war das, glaube ich, oder? Aufträge. Habe ich glaube gesagt, ne? TH514C, ja. Aber dafür 24.535 $ von Avalanche Steel nach Dole in Jackpot, Nevada. Ich muss ja auch ein bisschen aufpassen wegen hier den ganzen Sonderaufträgen, wie jetzt Militäraufträge und so weiter, dass ich dafür ein bisschen mehr Reputation benötige. Also, dass ich das so ausspiele, dass ich mehr Reputation benötige. Okay, deutlich weiter in meine rechte Richtung muss. Wunderbar. Dann fahren wir mal das gute Stück nach Nevada zurück. Wo wir gerade herkommen. Heißt, wir fahren wieder schön über die schöne Landschaft. Über die eine oder andere, über den einen oder anderen Highway. Glaube ich, weniger Interstate, mehr Highway und Freeways. Als Interstates, wenn ich mich recht entsinne. Achso, das ist passt. Na, das wird ja auch schon mal schön. Perfekt. Ja, also wie gesagt, für da prinzipiell auch, ich glaube, wir sind jetzt hier in der 17. Folge bei ETS 2, bin ich einfach mal 20 Folgen weiter, obwohl ich glaube ich zeitgleich angefangen habe. Einfach aus dem Grund, weil es dort schon mal eine Woche gab, wo es dann halt mal einfach 8 Video Vorsprung gab, aber ich habe halt auch häufig mal ATS ausfallen lassen. Weil ich halt einfach kein Material hatte oder nicht dazu gekommen bin, das Material zu schneiden. Deswegen sind wir hier noch erst bei Folge 17. Aber deswegen für diejenigen, die nicht wissen, was ich mit Eventwoche meine. Ich erstelle dann immer so ein schönes Google Docs Dokument, wo ihr dann eine Woche Zeit habt, um abzustimmen, um abzustimmen, was ich in der Woche machen soll. Ob das jetzt beispielsweise eine Woche wird, wo ich explizit nur mit einem Trailer fahre oder nur Spezialaufträge, nur externe Aufträge, nur Aufträge für eine bestimmte Firma und so weiter und so fort. Das könnt ihr dann abstimmen und je nachdem, was dann als Endergebnis rauskommt, gibt es dann in der Woche täglich ein ATS oder ETS 2 Video zusätzlich zu dem regulären Video. Das heißt, es wird 8 Videos quasi dann in einer Woche zu ETS oder ATS geben. Weiter Richtung Price und Interstate 70. Das ist bestimmt gerade Interstate 70, glaube ich, ne? Oh.
Fahrbahn. Ne, doch nicht, doch keine Fahrbahnverengung. Wirkt er jetzt so? Doch, Fahrbahnverengung. Wo Spur endet. Je nachdem, wie man es bezeichnen mag. So, jetzt wieder unter 35. Weil die KI erstmal hier wieder ein bisschen auf Tempo kommen muss. Aber ne, wir fahren ja jetzt auch erstmal Interstate. Schön mit den Zügen, wie sie jetzt ja wieder rüberbrettern, wenn wir nächste Woche mitbekommen. Okay, dann fahren wir erstmal Interstate 70 Richtung Nevada. Stimmt, da war ja was. Natürlich auch noch, hätten wir auch tanken können, aber ich glaube, es war schon nicht verkehrt, in Saschne, wie heißt es noch, in Moab zu tanken. Da fällt mir auf, ich glaube, ich habe nicht hier Real Gas Station oder Real Gas Prices drin. Muss ich dann im nächsten Monat dann nochmal wieder einfügen, wenn ich dran denke. Jackpot schon ausgeschildert? Nee, ne? Nee, nur noch die Junctions. Ich finde mir eigentlich, wäre smart nochmal den Taskmanager ein bisschen weiter ins linke Bild zu schieben. Aber eigentlich gibt es ja gar keine Probleme jetzt hier. Mache ich vielleicht, weil ich nochmal stehe, aber der Bedarf ist eigentlich nicht da. Jetzt einfach so gespawnt der Zug oder einfach nur der Sound gespawnt? Ich bin verwirrt. Das weiß man mit dem Taskmanager doch. Nein, das wollte ich genau nicht. Danke. Immer unter 65 hier für die Abfahrt, wobei, nee. Ist empfohlen, mit 45 kann man es auch noch nehmen. Jetzt fahren wir, glaube ich, auch wieder an der Zuglinie vorbei oder entlang. Ich weiß es nicht, ich sehe ja so wenig im Dunkeln. Aber wir werden auf jeden Fall eine Tagfahrt haben, irgendwann mal. Und wir kommen sogar wieder, genau wie in der letzten Fahrt gefühlt, kommen wir auch. Wobei in der letzten Fahrt sind wir, glaube ich, gegen 9 Uhr, 10 Uhr in der Früh angekommen. Im Endeffekt. Aber hätten auch um 5 Uhr dort sein sollen. Nach anfänglichen Prognosen. Ah, da fährt jetzt gerade vermutlich Amtrak entlang. Und weiter hier über dem Price River oder wieder über dem Price River. Noch 400 Meilen über den Highway 6. Oder vorher über den Highway 6. Also es ist echt ein bisschen schade, dass wir jetzt gerade nicht so die coolen Landschaften hier sehen. Fährt wieder, nee, noch nicht. Ist doch kein Zug, ist nur eine Fabrik. Never mind. Keiner, der mich überholen ist. Umso besser. Ich weiß bloß nicht, wie die auf. Auf dem Kacken gut einfach links halten. Gar nicht so leicht, das hier zu verkacken. Gar nicht so leicht? Ja. Wir wollen nicht nach Price, wir wollen weiter Richtung Salt Lake City. Und in Salt Lake City habe ich bis beim letzten Mal beim Autobahnkreuz verkackt.
Ist aber auch teilweise echt ein bisschen wirr, ne? Weiter hier mit 60, ich glaube. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nachgeschaut beim letzten Mal, als ich hier wegen den ganzen Flüssen geschaut habe, was das für ein Konstrukt hier rechts ist, aber ich glaube, ich habe da nichts gesehen, was es darstellen soll. Vielleicht finde ich das ja, also was jetzt hier gerade ist, wo er noch kommt, nee, ich glaube, es gerade hier ist, aber ich schätze, ich weiß es nicht, oder stand gerade was dran. Sehe ich dann, wobei es könnte auch halt eher das für die Firma links vorne letztlich sein. Vielleicht finde ich das ja dann dieses Mal heraus. Schauen wir mal. Ansonsten, wie gesagt, falls ihr das wisst, dann gerne Rinde mit in die Kommentare. Waage. Ja, ich fahre schon langsamer. Sehr gut. Aber wir sind doch noch längst nicht in Nevada. Zum Glück muss ich jetzt hier nicht raus. Auf diese Waage. Kriegt der jetzt nur für die andere Richtung. Ich bin nicht jemals, ja doch, ich bin im Livestream mal da rechts lang gefahren. Da nehme ich mich noch dran. Schön, dass die linke Spur auch wieder endet. Niemanden überholen, wunderbar. Runter auf 45 ungefähr, einfach weil wir ein bisschen was hier hinten dran haben. Nicht, dass wir jetzt, ja, bei 55 hätte auch gereicht. Wir haben zwar, wie viel 1000 Pfund haben wir nochmal? 24.500 Pfund, aber so ein krasses, so einen krassen Dingsbums. Das würde ich nicht so schalten. So einen krassen Schwerpunkt haben wir nur auf hier nicht oben. Wobei ich glaube, es ist doch teilweise ein bisschen angemessen dann hier in diesem Fall. Mit so einer Fracht ein bisschen vorsichtig vorausschauender zu fahren. Vor allem was die Kurven betrifft. So langsam vorangeht. Danke KI. Wo kommt, ich wollte gerade sagen, wir kommen ja gerade in den morgendlichen Verkehr rein, aber nee. Noch nicht. Noch haben wir es erst 1 Uhr. Sogar nur. Ja, ich bremse ja schon ab. So, noch eine Ampelanlage. Weiter Richtung Salt Lake City. Nach Ephraim. Was auch mal drauf schauen, können wir so noch nicht. Jetzt würde mir gerade was von den wenigen trinken, was ich noch gerade hier rumstehen habe, einschenken, aber dafür ist es jetzt auch zu spät wieder. Gott, oh Gott. Ja, das dachte ich mir auch.
Prüfung einleiten. Auch wenn ich dann ein bisschen weiter hinten bin. An der Nahrungskette für die nächste Ampel. Oder halt nur Double Trailer würde ich auch gehen. So als Event. Jetzt habe ich gerade den Double Trailer sehe. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten. Das Einzige, was ich befürchte, wait, das sind jetzt mit diesem Video sind das noch 70. Sind es noch 9 Folgen? Und ETS 2? Okay, never mind. ETS 2 ist noch ein bisschen mehr. Das ist gut. ETS 2 sind noch 13 Folgen bis zur nächsten Eventwoche. Von daher passt das. Ich habe schon kurz befürchtet, dass es zeitgleich passieren wird. Aber nee. Erst gibt es dann noch die ATS-Eventwoche. Ich will mich auch darauf vorbereiten, dass ich die 8 Videos ja quasi nach dem Aufnehmen direkt bearbeite, muss ich noch die Zeit noch einplanen. Deswegen ist es glaube ich gar nicht mehr verkehrt, dass ich gerade so ein bisschen planmäßig jetzt das gerade wieder so ein bisschen habe. Also ich habe mir jetzt quasi aufgeschrieben, so wie das für die Kalenderwoche im Monat aussieht. Was da an Folgen planmäßig rauskommen sollte oder an Videos allgemein. Und inwiefern der Status ist, ob das quasi noch nicht aufgenommen ist, noch nicht gerendert ist oder ob es bereits zum Hochladen ist. Labelt. Für diese Woche bin ich jetzt fast fertig, was die Aufnahmen betrifft, der Videos. Fehlt jetzt gerade, also gerade bin ich dabei, ATS aufzunehmen, da fehlt noch einmal The Bus und dann wäre es das prinzipiell auch gewesen. Danach wäre halt quasi nur noch die Vorbereitung, was die Aufnahmen betrifft, für nächste Woche, da sollte ich zumindest im Voraus mehr aufnehmen als rendern, so gesehen, weil naja, rendern kann ich auch noch nebenbei, so nach dem Motto, editieren nebenbei, sofern ich nicht wieder Bluescreens bekomme. Warum machen wir die nochmal? Warum machen wir die kommen? Right Richtung El Reno. Runter auf 50 Miles pro Hour für die Rampe. Runter auf 35. Auch wenn es nur empfohlen ist, wie gesagt. Ja, okay, ich gehe auf 40. Oder auf 50. Ja, aber es macht schon doch ein bisschen mehr Sinn, wenn man aber über 70.000 Pfund sind oder so. Da ist der Schwerpunkt dann nochmal ein ganz anderer. Als jetzt in diesem Fall. Weil mit dieser Ladung kommen wir mit dem Caterpillar TH514C kommen wir doch ganz gut voran. Auch mit hoher Geschwindigkeit kommen wir gut in die Kurven. Und dass wir rausfliegen. Sehr schön, endlich mal wieder ein bisschen höher als nur 17 Miles per Hour.
Also es ist echt, also ich finde eigentlich die Idee auch so mit der ganzen Eventwoche eigentlich gar nicht mehr so verkehrt, weil dadurch kommt auch mal so ein bisschen mehr Interaktivität mit rein zum einen und zum anderen entscheidet ihr dann ja sogar noch nebenbei, wie es dann quasi weitergeht, so, ne? Also wenn man jetzt quasi die wenn man jetzt beispielsweise einen Trailer sich kauft, dann geht es ja mit dem Trailer danach erstmal ein bisschen weiter, unter Umständen. Oder halt, wenn es auf Schwerkraft ausgelegt wird, dann wird halt der Truck dementsprechend auf mehr Zugkraft etc. pp. Ausgelegt und mehr customisiert, damit er auch Rundumleuchten hat und so weiter und so fort. Und zumindest dann halt für die Woche und für die Schwertransportfahrten auch Dings, ich weiß noch, halt auch die Fahnen hat, wobei mir fällt gerade auf, deswegen war ich gerade so stark im Überlegen, aber das war gerade so lange Pause zwischen den Wörtern. Was man natürlich auch machen könnte, dass ich das komplett über Bord werfe mit der Idee von wegen ab dem maximalen Reputationslevel gibt es, fahre ich dann auch Militäraufträge. Man kann ja auch Militäraufträge als Woche machen. So, also. So ist es ja nicht. Das wäre ja auch ein Ding des Möglichen. Aber das werden wir dann sehen. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Und ihr könnt natürlich auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Die ich dann dementsprechend auch berücksichtigen werde. In Nevada ging es nur mit 70 weiter, ne? Auf der Interstate. War glaube ich mit 70, ne? Ja. 70 kommt hin. Wenn wir nach Kalifornien fahren. Mal schauen, ob wir danach von Jackpot aus dann beim nächsten Mal wieder Richtung Utah kommen oder ob wir nach Kalifornien fahren oder endlich mal nach Kanada von Promods. Mir fällt gerade auf, ich habe die verkehrte Brille auf. Ich habe noch die alte Brille auf, weil ich gerade hier ein bisschen rumgelaufen bin. Ja, das war so klar. Uff. Siebenhundertsiebenundachtzig Pfund Gesamtgewicht. Dann wollen wir wieder auf die Bahn, letzten 144 Meilen. Das ist dann wieder hochbeschleunigt auf 80 Miles per Hour. Schon ein bisschen belastet, dass man halt so wenig Zeit hat, um wirklich hoch zu beschleunigen. Aber gut, es ist halt wie es ist. Wir erreichen jetzt gleich Nevada und verlassen Utah. Um genau zu sein, jetzt. Crossing border, entering Nevada. Oder vielleicht geht's auch endlich mal Richtung, ja gut, in unserem Fall wahrscheinlich eher Richtung New Mexico erstmal, um dann, oder Kalifornien, um nach
Mexiko zu kommen. Aber ich bin mal gespannt. Das werden wir ja in ungefähr 120 Meilen dann erfahren, wohin die Reise uns als nächstes hin verschlagen könnte. Kommt halt auch darauf wiederum, da wiederum auch drauf an, wann der Auftrag verschwindet. Letzten bin ich auch so spät da gewesen, weil ich mich nochmal abschleppen lassen musste, fällt mir gerade ein. Mann, oh Mann. Lass mal schön ausgebremst werden. Oh, ja. Tun wir mal einfach so, als ob jetzt gerade wir Platz gemacht haben. Das hat man aber jetzt auch nicht sehen können. Aber gut, die KI, die blinkt ja auch nicht nach links, wenn da irgendwie Emergency Vehicles auf der rechten Seite sind. Von daher konnten wir da ja auch selbst nicht mehr agieren. Hier geht es dann mit 70 weiter. Was ist das für ein Abschnitt? Vielleicht auch nur für diesen Abschnitt, weil er so kurvenreich ist. Kann natürlich auch daran liegen. Überholen lohnt sich jetzt vielleicht nicht mehr, wenn wir unter 70 Meilen sind. Die wir noch nur noch bis Jackpot haben. Vor allem, weil ich eh nicht mehr wirklich gut aufholen kann. Okay, never mind. Plötzlich doch. Ja, okay. Sollten wir vielleicht sogar noch schaffen, sie überholen. Frage ist, wie viel können wir noch überholen, ohne dass es... Sie wird auch noch mal so langsam hier, meine Güte. Bisschen ungünstig gelöst von mir. Muss ich auch mal sagen. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass zum einen das so eine kantige Abfahrt ist und zum anderen, dass die KI einfach mal mitten auf der Bahn stehen bleibt, weil es auch jetzt abbiegen will. Jackpot war noch ein bisschen über Highways, über ein Highway, besser gesagt, nach Dole fahren. Wir sind auch beim letzten Mal, glaube ich, von Dole gekommen. Okay, ja gut, die Pfütze. Wasser macht jetzt auch den Prahlen nicht fett. Auf jeden Fall wird die nächste Fahrt dann ein bisschen mehr Tagfahrt. Was ja auch schon mal nice ist. Zwei Nachtfahrten hintereinander. Das ist auch ungewöhnlich, glaube ich. Ich habe ja in letzter Zeit viele ETS 2 geschnitten. Da haben wir da viele Tagfahrten oder Nachtfahrten? Ich weiß nicht. Habe ich gar nicht so drauf gedacht,
Wobei doch, war die letzte Fahrt war eine Nachtparty davor, glaube ich. Ähnlich. Wurde bald am Tage gestartet und in der Nacht quasi reingefahren, mehr oder weniger. Wäre es sehr gut, dass die Fahrt gleich endet. Und die Sonne kommt wieder raus. War überhin die letzten 40 Minuten nicht da. Also wenn die jetzt tagsüber wäre, dann wäre es gar kein Problem, aber so ist es halt wieder problematischer. Ich würde auch gerne echt mal die langen Güterzüge so wirklich sehen. So, wir haben jetzt einen gesehen gehabt, aber quasi sehen, wenn ich dann davor stehe. Aber ich glaube, es dauert noch ein bisschen, bis wir das Vergnügen haben werden. Ja, also, was soll ich dazu jetzt sagen? Außer, ich halte zu viel Schwung. Machen wir das mal. Schon wieder fast tanken, ja. Für den ganzen Tag leer gefahren. Ja, ist ja gut. Ich würde gerade sagen, die Kurve können wir 20 nehmen, aber dann kriegen wir nochmal Fahrzeug. Aber passte ja. Und ich glaube nach. Also eine Sache, die ich hoffe, wo ich jetzt gerade dran denke. Man kann ja bei Livestreams kann man ja jetzt integrierte Umfragen machen. Also von YouTube selbst integrierte Umfragen. Ich hoffe, also man heißt nur der Streamer, nur der Creator selbst, nicht Moderatoren, Editoren oder sonstiges. Zum einen hoffe ich, dass das nochmal geändert wird, dass es auch Editoren und Moderatoren machen können. Zum anderen hoffe ich aber auch, dass das auch integriert wird für die Videos selbst. Also für den mit dem Mac werde ich auf alle Fälle, glaube ich, erstmal 1 Million Meilen fahren, bis ich mir dann einen neuen zulege. Also ich habe schon wieder vergessen, die Trip Distance runterzustellen. Also wir sind gerade mal bei 3.500 Meilen. Und dann würde ich auch quasi eine Umfrage machen, was für einen Truck ich mir als nächstes holen soll in diesem Profil. Oder ob ich mir einen anderen holen soll und so weiter und so fort. Ausgezeichnet Caterpillar TH514C von Moab nach Jackpot geliefert. Gefahrene Strecke 474 Meilen. Dauer 9 Stunden. Verbrauchter Kraftstoff nur 89 Gallonen. Beim letzten Mal waren es, glaube ich, über 100. Insgesamt gab es dafür 20.500 und 1107 Erfahrungspunkte. Dann. Gut, wir haben ja direkt hier in der Nähe das Motel, dann fahren wir nochmal eben zum Motel, schauen, was die nächste Fahrt bringt, oder die nächste Folge bringen könnte. Boah, ein Triple Trailer können wir auch, kann man hier so
Eventwochenmäßig konnte ich dann auch Triple Trailer fahren. Ja, auch gar kein Problem. Und ich glaube, ich bräuchte jetzt 180.000 für ein Garagen-Upgrade, dann nochmal 100.000 für ein LKW. Ich glaube, ich wollte ungefähr 500.000 haben, bevor ich dann den ersten Fahrer mit eigenem Truck dann mir zulege. Das wird dann auch erst, ja, vermutlich früher passieren als ein ETS2, aber wahrscheinlich auch dann erst passieren zwischen der ersten und der zweiten Eventwoche in ATS. Schauen wir mal auf die Karte, was die Aufträge so hier von Jackpot diesmal sind. Das ist halt schon ein krasser Unterschied, ne? Zu dem, was die was die Dollar pro Meile betrifft. Das heißt, das Angebot läuft läuft nicht ab, das läuft ab. Das nach Colville läuft ab und das nach Grangeville läuft ab. Das heißt, unter Umständen fahren wir in der nächsten Folge einen Triple Trailer von Costco nach Costco, von Jackpot Nevada nach Salt Lake City in Utah oder ganz woanders hin, was wir noch gar nicht wissen. Ontario? Ontario, Oregon, okay. Aber das werden wir dann sehen. In Washington war ich ja auch schon, oder? Ich glaube, ich bin schon gewesen. Wyoming bisher noch nicht. Und das alles werden wir sehen, ob wir jetzt wirklich nach Salt Lake City fahren oder nicht. In der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder oder im anderen Video hier auf dem Kanal.